Los, kein guter Zeitpunkt für hasenfüßige Pläne. Ich halte mich natürlich an den Plan, weil ich will da ja was durchziehen, ne? Oh, this is gonna be fun, said Lupino, as he ran to go set up his marvelous plan. So, und wir können mal eben gucken. Schildbrecher Stufe 2 haben wir ja jetzt. Macht das, glaube ich, nur besser, ne? Weil sonst haben wir hier nichts gefunden. Und wir können jetzt diese Tür hier öffnen. Der Teil hier, den Abschnitt hier kennen wir ja tatsächlich auch schon. Und mal gucken, wo uns der hier hinführt. He hadn't noticed that path before. Oh, okay. Ich habe da gerade einen Großmagier gesehen. Und von explodierenden Mongo. Alter, der hält aber auch, die fressen aber richtig was weg, ne? Haben wir aber gut gelöst. Krass, nice. Und da gibt es wieder einen Diamanten. Oh, hier ist auch noch was. Komm ich rein? Nee, ne? Aber hier. Aber nichts da. Nix für uns. Da ist auch nichts. Schön, dass das ausblendet. Finde ich gut. Gefällt mir. Und da ist auch noch ein Tagebüchlein. Sehr schön. Und wieder ein Diamant. Yay, elementarer Widerstand Level 2. Sehr gut. Liebe Zenobia, während du diesen Brief liest, befindest du dich in deinen Gemächern und machst dich bereit für die letzte Nacht, bevor... Naja, du weißt schon. Ich werde mich nicht entschuldigen. Ich weiß, dass du zu stolz bist, um mir zu vergeben. Ich weiß auch, dass du zu neugierig bist, um nicht weiterzulesen. Du bist schließlich eine Katze, auch wenn ich alles gegeben habe, um dich zu einer richtigen Kröte zu machen. Ich schwöre, und du musst mir glauben, ich habe das alles nicht geplant, als ich dich adoptierte. Du warst immer mein besonderes kleines Kätzchen. Deshalb schreibe ich dies jetzt, Wochen vorher. Ich weiß, dass ich es in der Nacht des Opfers nicht fertig bringen werde. Wenn ich dich als meine Tochter betrachte, dann ändere ich womöglich meine Meinung. Du denkst wahrscheinlich, dass ich egoistisch bin, und es stimmt. Ich bin ein egoistischer, trauriger, kleiner Kröterich, der sich vor dem Tod fürchtet. Aber was ich tue, wird letztlich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Ich will die Macht, die ganze Macht, und deshalb werde ich meine Untertanen zufriedenstellen. Frieden in alle Ewigkeit. Auch wenn du mich jetzt vielleicht hasst, das wirst du doch respektieren können. Du musst es einfach tun. Nur so kann ich mir für das vergeben, was ich dir antue. Ich werde dich bis ans Ende aller Tage vermissen. Versuche morgen keine Szene zu machen. Alle werden zusehen. In andauernder Liebe, dein Vater. Okay. Er wollte sie opfern? Oder was? Es geht ja irgendwas mit Opfern, geht hier vor sich. Anscheinend wollte er Zenobia opfern. Hat es dann aber wohl anscheinend doch nicht getan, wie mir scheint. It was definitely easier to fight inanimate objects. Anscheinend hat er sie dann doch nicht geopfert. Hm, okay. Aua. Stimmt, ich brauche jetzt gar nicht mehr den Haken einsetzen, um die Schildträger alle zu machen. Ich erinnere mich. Kann man draufschlagen. Das ist natürlich einfacher. Ach, ich bin auch so doof, ne? Ich brauche ja den Haken gar nicht mehr einsetzen jetzt, eigentlich. Ich heile mich mal eben schnell. Nur wegen der Sicherheit. Brauche ja den Haken gar nicht mehr einsetzen. Ja, wollte ich gerade sagen. Wenn man das denn will. Oh, da ist der Hase wieder. Warte. Okay, nichts drin. Na gut, dann, los. Renato felt dubious about the whole plan. With every step. He was waiting for it all to go horribly wrong. But against all odds, Pino's idiotic plan worked. Zenobia's ravens ran off after the geese, the net dropped, and Renato jumped out of the watermelon and put his sword to Zenobia's throat. Renato, she said. Are those new scars?
They look good on you. You never return my velvet jacket. It was my favorite. You look stupid in velvet. Ah, oh, what does an imperial princess know about style? Oh, get a room, you two, said Latino. But the fleet was coming on fast, so they put Zenobia on the Farfarer and took her east over the Nexus. She'd vanished from Swordfu School, from his life, without even saying goodbye, without ever telling him she was the Emperor's adopted daughter. Ah, Lapina was right, Renato thought reluctantly. She knows things. She recognized his look. You're taking me to the interrogators, aren't you? She said, wide-eyed. And then she jumped, with horror. Renato saw Zenobia plummeting. Then he saw the Nexus below them. Cats always land on their feet. Ah, oh, she'll head for the Imperial outpost, yelled Lapino. You have to catch her. Cats can run faster, but foxes can run longer. If he ran, he could head her off before she reached her minions at the outpost. Well, he did love a good chase. Kapitel 3. Hallo, ich muss weiter. Aktuelles Ziel, verfolge Zenobia. Und wieder einmal sind wir im Nexus. Und wieder einmal sind wir im Nexus gelandet und gucken mal, ob wir jetzt wieder andere Türchen öffnen können. Ich bin sehr gespannt, wie die Story weitergeht. Es ist bisher so wie vorher auch, nur mit ein paar anderen Abschnitten. Als ich vorher hatte, zum Beispiel konnte ich halt bei dem anderen da unten nicht in den Gully reinspringen. Ich weiß nicht, warum das jetzt geändert, warum man da jetzt in den Gully kann, nur weil man weiß, dass Lapino ein Verräter ist. Und somit bleibt einem ja auch die eine Tür verwehrt, hinter der eine fette Kiste steht mit einem Juwel drinne. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig dann in dem Fall. Nur ich kann mir noch nicht so ganz erklären, warum das da an der Stelle so geändert wurde. Vielleicht um noch ein bisschen Abwechslung reinzukriegen, okay, verstehe ich ja, aber dafür bleibt einem halt die Tür verwehrt. Das finde ich ein bisschen schade. Aber dafür kommen wir jetzt hier rein zum Beispiel. Huch. In diese Tür. Ich meine, wir kommen jetzt in alle Türen rein. Wir müssen sie nur finden und öffnen. Ich sehe gerade, wir brauchen auch nichts, ne? Vorsichtig, nicht auf den Teleporter latschen. Weil ich will ja erst hier rüber und die Tür aufmachen. Das falsche Schwert. Mach das Ding auf. Hä? Hä? Bei manchen Türen muss ich es auswählen, bei manchen nicht. Das ist sehr merkwürdig. Das ist sehr merkwürdig, dass ich manche Türen erst das richtige Schwert auswählen muss und bei manchen nicht. Ein bisschen strange, aber wir gehen jetzt diesen Weg, weil wir den kennen wir ja auch noch nicht. Bin gespannt, wo der hinführt. Aber da unten war halt auch ein Teleportstein, ne? Also mal schauen. Könnte natürlich auch eine Abkürzung jetzt gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ich war hier noch nicht. Oh, war glaube ich auch eine Abkürzung, wie mir scheint. Okay. Nur von mir aus gerne, warum nicht? Gut, ich glaube, manche Türen machen Diamanten und manche Türen machen Abkürzungen frei, damit man nicht das ganze Level nochmal durchlaufen muss. Alter, wie viele? Was ist da los? Und der letzte. Sehr nice. So much about. What was it again? Oha. Schildbrecher. Oh, Schildbrecher Level 3, Alter. Jetzt geht's aber ab hier. Mit Dingen, die wir finden können. Okay, hab ich jetzt? Irgendwo? Keine Ahnung. Kenne ich nicht. Lesen. Oh, noch ein Tagebuch.
In der Schule lernen wir die Prinzipien des immerwährenden Kaisers, des letzten Gottes, der den Himmel durchbrach. Er würde die bösen verlorenen Götter verbannen und uns das Geschenk der Zeit geben. Aber könnte ein Mann, wie göttlich er auch sein möge, etwas so Komplexes wie Zeit kreieren? Ich habe meine eigene Theorie. Ich glaube, dass die Zeit eher ein Symptom als ein Geschenk ist. Ich bin der Überzeugung, dass auf kosmischer Ebene eine Pendelbewegung zwischen Ordnung und Chaos besteht. Der immerwährende Kaiser setzte dem Chaos ein Ende und begann so das Zeitalter, in dem wir leben. Ein Zeitalter von Ursache und Wirkung, von Fakten und Logik. Zeit ist nichts weiter als der Hintergrund, auf dem diese Gesetze sich manifestieren. Die Grundlage des Begleiters der Ordnung, Entropie. Aber im Zeitalter des Chaos, wenn die verlorenen Götter regieren, ist Wahrnehmung gewichtiger als Fakten, Emotionen gestalten Welten und die Zeit existiert nicht mehr. Das Zeitalter der Ordnung geht dem Ende zu. Ich treibe das Unausweichliche lediglich voran. Die Entropie wird zerstört. Das Schicksal wurde gebrochen. Das Ende der Zeit naht und ich werde es mit offenen Armen empfangen. Imperator Isengrim III. Geheimes Tagebuch. Okay. Der Kollege war wohl vorbereitet, ganz offensichtlich. Und wir haben keine Abkürzung gefunden, sondern einfach nochmal was anderes. Ist okay. Also doch nochmal durchs ganze Level durch. Wo ging's? Hier war hier noch irgendwo eine Treppe, ne? Ja, hier. Sehr gut. Aber hey, trotzdem wieder was dazugelernt. Interessant, interessant. Ich mag solche Sachen. Solche geheimen Tagebücher und ähnliches. Oder alles, was so ein bisschen zur Story beiträgt. Was man vielleicht nicht auf Anhieb findet, ne? Deswegen, das Spiel hat einen durchaus hohen Wiederspielwert, meiner Meinung nach. Zumindest bis jetzt noch. Ich sag mal, gut, wenn man das jetzt, also 24 Mal würde ich das jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt durchspielen. Zumindest nicht unbedingt freiwillig. Okay, da hat mich gerade einer von hinten erwischt. Schnauze. Kackvogel. Elender. Alter, werden immer mehr Gegner, habe ich das Gefühl. Vom letzten Mal waren halt nicht so viele hier. Da ist auch wieder ein. Da war auch gerade ein Teleporter. War der da auch schon immer? Bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht, ob der da schon immer war. Aber ich glaube wohl, ne? There were a lot of shiny, smooth, curved with leather buckles and. Kind of smelled, you know what? Never mind. Yes, there was also ore and other useful stuff. Let's focus on that, shall we? Yep. He was closing on her. Oh, noch eine Truhe. He could smell her fear. He tried not to think about the interrogators at the secret base. What did they do to her? Maybe it didn't have to end that way. Maybe he could talk to her. But after all, there were worse things the Imperials had done to friends of his. Einfach mal durch die Kiste durch. Und eine Schmiede, mit der wir, glaube ich, aktuell nichts anfangen können, ne? Nö. Okay, Stufe 3, die machen das Ding ja immer stärker, ne? Ah, guck mal, erhöht deinen Widerstand gegen Zauberschaden um 30%. Das ist ja auch schon mal nice. Die Schatzsucherjuwel, das würde ich natürlich bei nächst besser Gelegenheit ablegen wollen. Da drüben muss ich nur irgendwie hinkommen. Ich weiß nur nicht wie. Weil da ist nichts zum dran grapschen. Aber durch irgendeine verschlossene Tür, noch verschlossene Tür, nicht mehr lange. Geh weg.
Noch mehr. Hä? Hallo? Ich kann nichts mehr tun. Hallo? Ich kann nichts mehr machen. Hallo? Spiel? Ach, jetzt? Toll. Ich war gerade festgebackt. Bernardo reached the outpost. The Imperials there were no match for him. Soon after, Zenobia limped up the path. When she realized he was already in front of her, she didn't even try to run. Oh, you left without saying goodbye. Again, he said, please. I'm enjoying this a little too much. She said, shaken. Oh, spare us the chit-chat, would you? Said Lupino as he shackled her hands so she couldn't throw spells. She knows all his plans. All the way back to the Farfarer, Lupino nagged Renardo about how the interrogators would pry all the intel out of Zenobia. How that would turn the tides in the imminent battle. All they had to do was take her to the rebel secret base. Renardo didn't like to think about what the interrogators would do to her. Couldn't he just talk to her? Das ist zu grausam. Lassen wir das mit dem Rebellenstützpunkt. Zenobia befand sich erneut in Renardos Gewalt. Als nächstes mussten sie zum Rebellenstützpunkt. Aber die Dinge, die die Verhörspezialisten ihr antun würden, vielleicht könnte Renardo den Rebellenstützpunkt umgehen und Zenobia selbst verhören. Oder bringe sie zum Rebellenstützpunkt und gewinne den Krieg. Aber die Dinge, die die Verhörspezialisten ihr antun würden. Der Gedanke ließ Renardo erschauern, doch es war nötig, um den Krieg zu gewinnen. Ja, er würde Zenobia zum geheimen Rebellenstützpunkt bringen. Beim letzten Mal habe ich mich dafür entschieden, sie halt nicht zum Stützpunkt zu bringen. Und dabei wurde halt auch die Wahrheit aufgedeckt, dass Lupino ein Verräter ist. Jetzt sehe ich da ehrlich gesagt, wenn wir schon wissen, dass er ein Verräter ist, können wir dann das Ganze vielleicht in eine andere Richtung lenken, indem wir sie jetzt auch wieder nicht zum Rebellenstützpunkt bringen, oder ziehen wir die Story einfach straight durch? Das wäre halt das hier. Und ich habe ja gesagt, ich möchte das gerne straight durchziehen und das werde ich wohl oder übel auch tun, deswegen wähle ich eben jenes aus. Wir bringen sie zum Rebellenstützpunkt. As they reached the ruins, Renardo could see ravens everywhere, searching for the rebel base. They'd have to hide the Farfarer and go on foot. What if we get separated? Asked Lupino, for once thinking ahead. I'll show you a map to the base, Renardo told Lupino. Renardo, don't do this, said Zenobia. We were friends once. We... Shut it, witch, or I'll shackle your mouth too, said Lupino. See? Renardo thought. There was no way Lupino was working for the Empire. He really hated Zenobia. And then, a few moments later, they touched down.